für mich ist es sozusagen ein Ausdruck des der kapitalistischen Wirtschaftsweise, weil die Profitmaximierung wird über alles gestellt. Alles, was diese Profitmaximierung stört, wird beseitigt. Und das können wir auch daran sehen, wie zunehmend die Menschenrechte aufgeweicht werden. Zunehmend wird darüber gesprochen, dass zum Beispiel Prostitution Minderjähriger erlaubt wird. Und diese Ausbeutung, die keine weiteren Voraussetzungen braucht, außer einen weiblichen Körper, sie ist auf einer so elementaren Ebene angesiedelt. Es geht nicht darum, etwas zu können, sondern es geht nur darum, etwas zu sein. Also da wird etwas vermarktet, sozusagen wie Rohstoffe. So wie Deutschland früher aus der Ukraine schwarze Erde massenhaft nach Europa gebracht hat, so wird heute massenhaft weibliche Biomasse von A nach B verfrachtet, um sie dann auszubeuten und Kapital daraus zu schlagen. Also wenn man bedenkt, dass moderne Bordelle Aktiengesellschaften sind, dass zum Beispiel Pascha in Köln mehrere hundert Investoren hat, dann ist es ganz eindeutig eine kapitalistische Systeme, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem.